Willkommen zurück bei Edna Bericht aus. In der letzten Folge sind wir ja bei dem Wärter gescheitert, da konnten wir ja nicht mehr raus. Und dann wurden wir hier jetzt in dieses Zimmer zu anderen Leuten eingesperrt. Wir hören uns hier aber zuallererst nochmal den Kommentar an von Poki. Drogenbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogenbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogenbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Drogenbecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinn, Drogenbecher. Ja, Drogenbecher und Drogenbecher haben wir jetzt ja noch nicht kennengelernt, aber den werden wir wohl gleich auch noch kennenlernen. Das ist Drogenbecher. Becher. Und da hinten ist Alumann. Wir reden einfach mit dem Alumann. Oh, reden. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Alumann. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Ja, erstmal fragen, wer er überhaupt ist, ne? Ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Ja, und was macht er da? Der hat jetzt irgendwie so einen Kleiderbügel in der Hand, den er ans Fenster hält. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Ja, aber du hast auch diese ganz schön komische Kleider an. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Okay, und was hat er für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition,
Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Mhm, okay. Da finde ich aber das zweite war, fand ich, glaube ich, am besten. Was sind das für Fähigkeiten? Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Okay. So wie der das betont hat, dass sie wirklich aus echtem Gold ist, hat das bestimmt noch einen Sinn hier im Spiel. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Gut, aber die kennen wir ja noch alle nicht. Sprechen wir über was anderes. Ich habe noch, kennst du, und das sagt dir, dass dein... Okay. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Sei einfach? Okay, aber den Kleiderbügel hätte ich doch schon ganz gerne. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Okay, das war das Gleiche. Dann muss ich aber mal wieder... Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Ja, ich pass auf mein Karma auf. Wir reden erst mit dem Sofa. Schlaf, Edna, schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Ich auch auf einmal. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Das ist blöd. Können wir das denn nehmen? Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Ah, blöd. Gehe zu Telefon. Hallöchen. Schauen wir uns mal die Bilder an. Poetisch und deprimierend zugleich. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Können wir damit reden? Sprich mit mir, Kunst. Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Kannst du dir das nicht denken? Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will nach Haus. Ich kann dich gut verstehen. Kannst dir das nicht denken, alter Schwede. Keine Chance, es ist kaputt. Es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Ach, der. Das ist blöde. Nehmen? Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Ja, ich weiß. Münzschacht. Leer. Das ist blöd. Dann.
Reden wir immer mit dem Münzschacht. Hey, kriege ich nicht noch Wechselgeld? Nope. Nope. Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Nein, machen wir nicht. Wie geht es dir, Sofa? Ich fühle mich so nackt. So, benutzen wir mal Harvey mit Lampe. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Motten essen. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Doch, wir haben doch hier einen Kugelschreiber. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Och, Mann. Benutzen wir aber mal Harvey mit dem anderen Bild. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Ja, warum denn nicht? Nein, das soll heil und sauber bleiben. Oh Mann, blöd. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Benutzen wir doch mal Harvey mit dem Münzschacht. Guck mal, Harvey, ein Schacht für Wechselgeld. Uiuiui, schau nach, was drin ist. Ja, leider nichts. Haben wir ja schon nachgeschaut. Dann gehen wir mal wieder raus. Und Sofa Regal reden. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Okay, was sagt Harvey dazu? Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Benutzen, vielleicht können wir da eins mitnehmen. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Ach. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Ach, Mann. Dann reden wir doch erstmal mit Droggelbecher. Hallo. Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Okay, wie können wir den denn jetzt wohl beeindrucken? Ist Droggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Können wir Droggelbecher mit... Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Okay, wir müssen Droggelbecher irgendwie... Droggelbecher! Oh, Entschuldigung. Droggelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Irgendwie müssen wir also... Oh, uns bei Droggelbecher Respekt verschaffen. Schau Plakat an. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Nee. Oh, hallo? Guten Tag. Ja, schreib mich noch einmal an. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Okay. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch...
Hey du, benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da. Sonst komme ich gleich rüber und dann hagelt's Arschgranate. Arschgranate? Ja, gehen wir nochmal. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ja, fragen wir doch mal, wie wir hier rauskommen. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutz die Tür dahin. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will... Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Ich geh dann mal wieder. Ja, auf dann Wiedersehen. Mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Es ist bloß niemand da. Mignon. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Okay, den müssen wir bestimmt auch nochmal benutzen irgendwann. Und wir gucken erstmal... Die Kommentare hören wir uns erstmal an. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass wir das tatsächlich auch benutzen, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, die das sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott.